Hallo, hier ist wieder Xi. Und es geht weiter mit Mega Man Legends. In der letzten Folge haben wir ja leider nur die Stadt weiter erkundet. Ich hätte nicht gedacht, dass die Stadt so groß sein würde. Hier steht eine Notiz, auf der steht: Wir sind reich, aber wir wurden evakuiert und haben alle unser Geld mitgenommen. Also versuch nicht einzubrechen, während wir weg sind. Ich habe das Gefühl, genau das soll ich tun, denn da oben ist ein Balkon und der sieht ganz danach aus, als ob man da irgendwie hoch könnte. Die Frage ist nur, wie? Wenn jetzt hier so ein Hydrant in der Nähe wäre? Ah ja, oder wir nehmen die Tür hier. Oder auch nicht. Es ist eine Palme. Ihre Präsenz gibt diesem Gebiet ein... Ich weiß nicht, was Distinctive bedeutet. Das ist nicht hoch genug, aber da oben... nee, Moment mal. Das ist hier... Da ist kein Eingang. Okay. Wie soll man... Wie geht... Okay, die steigen einfach durchs Fenster. Stell doch keine so doofen Fragen, Xi. Ist doch ganz normal. Wie kommt man auf den Balkon raus? Genau, man klettert durchs Fenster. So und nicht anders. Die Polizei. Hier auf dem Platz gibt's nichts weiter. Nö, nur den Brunnen. Brunnen, das Haus der reichen Leute. Ach ja, und aus den ganzen Unfällen, die ich hier baue, könnt ihr, meine Zuschauer, eines lernen. Genau deswegen ist es richtig und wichtig, dass man, wenn man die Straße überqueren möchte, immer erst nach rechts und links schaut. Weil ansonsten genau das passiert. Wenn man das nicht macht, dann kann potenziell einfach ein Auto von der Seite kommen, in dem irgendein Raser hockt, der das Bremspedal auch nur aus der Fahrschulprüfung kennt. Und der erwischt euch dann. Klopp, klopp. Sieht aus, als wäre niemand zu Hause. Und das Ding hier ist einfach nur irgendein Fenster. So. Was soll ich eigentlich, wo ich gerade so drüber nachdenke, davon halten, dass ich gerade von einem Polizeiauto überfahren wurde? Der ist überfahren und dann einfach mitgenommen. Oh Gott, die Polizeistation. Ich hoffe, das ist nicht riesig. Wir haben viele Dinge getan, seit wir den Kräften beigetreten sind. Aber ich musste noch nie gegen Piraten kämpfen. Ich hoffe, wir sind der Aufgabe gewachsen. Das hoffen, denke ich mal, alle. Das hoffen, denke ich mal, alle. Hallo. Nur autorisiertes Personal ist im Büro erlaubt. Gut, so. Egal wie mutig diese Piraten sein mögen. Sie werden die Polizeistation nicht angreifen. Oder? Es sieht so aus, als wäre dein Großvater Professor Beryl ein alter Freund vom Bürgermeister. Ich wusste gar nicht, dass er so ein renommierter Archäologe ist. Unsere Arbeit als Polizisten ist es, zu dienen und den Leuten von der Catalogs-Insel zu dienen und sie zu beschützen. Zu Diensten zu sein. Ich habe meine Brieftasche verloren, als ich beim Einkaufen war. Kannst du mir helfen? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es ist eine Zeitung. Mal sehen, was drin steht. Fliegendes Schiff stürzt im Wald ab. Es gab keine
keine Verletzten verzeichnet. Das ist der neueste Artikel. Ah, da steht so ein Roboter. Hab ich gesehen. Ja, jetzt wo diese Piraten hier rumlaufen, bin ich froh, dass wir so eine gut trainierte Polizeistreitkraft haben. Ich dachte mir, dass ich mich hier verstecken sollte. Ich meine, in Zeiten wie diesen ist die Polizeistation wahrscheinlich der sicherste Ort, um sich aufzuhalten, oder? Was machst du? Ich bin nicht hier, um zu spionieren. Nicht ich. Wen willst du denn bitte ausspionieren? Das sind nur lauter Leute, die Angst haben. Leute, die Angst haben und Leute, die sich bereit machen. Da gibt's nicht viel auszuspionieren. Ja. Hopp. Gut. Was haben wir hier? Eine Notiz. Warum auch immer man das so draufschreiben sollte. Gut, ich wüsste auch nicht, warum ich überhaupt so einen Zettel befestigen würde. Ja Mensch, das sind ja ein paar richtig tolle letzte Gebäude hier, also... Das hätte ich auch nicht in der letzten Folge machen können. Eine Notiz, ja, okay. Die Leute hier scheinen sich echt gut zu verstehen. Denken alle wie einer. Nein, ich will mit dir reden. Professor Barrel? Ja, er ist hier. Er befindet sich in einer Besprechung mit dem Bürgermeister. Bitte warten Sie eine Minute. Im Deutschen sagt man doch Sekunde, nicht Minute. Ja, das war aber jetzt wirklich nicht länger als eine Sekunde. Danke, dass Sie gewartet haben. Gehen Sie ihn an. Hey, Mega Man! To check up on me, eh? Here. Let me introduce you to the mayor of this island, Amelia. I'm Amelia. Nice to meet you. I'm an old friend of Professor Barrel's. Worked as his assistant for a while I was in school. It's a small world, isn't it? To tell you the truth, we've gotten reports that there are some pirates headed this way. I was asking the professor if he might have any idea what they're after. I'll bet anything they're after the legendary treasure supposedly buried on this island. There are a lot of stories about the treasure, but no one knows exactly what it is. I thought maybe you might know something about it, Professor. I've been in the digging business a long time, but I haven't been able to find out anything about this island's treasure except legends and myths. Look, Mega Man. I'll be here for a while talking with Amelia. So why don't you go back and keep an eye on Roll? Tell her not to worry about me, okay? Das geht garantiert ohne Probleme vonstatten. Ja. Ja, letztendlich ist es wohl eine Bürgermeisterin. Gut, hätte ich vorhin bei dem Buch ein wenig. Also in der letzten Folge bei dem einen Buch ein bisschen länger nachgedacht, dann hätte ich auch selber drauf kommen können. Aber dadurch, entschuldigt, dadurch, dass das in zwei unterschiedlichen Textkisten war, war ich dann ein wenig verwirrt. Hier befindet sich eine einfache Skulptur. Ach so. Die Daten der Bürgermeisterin über die Population der Insel Informationen über die Ruinen stapeln sich auf den Regalen. Neatly. Ich weiß nicht. Hier findet sich ein großes Bild auf dem
Display. Anzeige stimmt ja nicht. Jetzt hast du nichts zu sagen. Nein. Wir finden jetzt auf dem. Das ist kein Tresen. Auf dem Podest. Auf dem Podest befindet sich ein wunderschöner Stein. Okay. Ja, Steine können auch schön aussehen. Da ist ein seltsam aussehendes Bild an der Wand. Vielleicht ist es eines dieser abstrakten Gemälde. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich als abstrakt bezeichnen würde. Für mich sieht das eher aus wie ein Teil eines großen Bildes. So. Ich kann nicht stillsitzen. Ich mache mir solche Sorgen, um diese Piraten gekommen werden. Sie sind von außerhalb der Stadt, nicht wahr? Finden Sie einen Gräber? Keine Sorge. Hier sind alle sehr freundlich. Du kennst dich hier vielleicht noch nicht so gut aus. Aber du wirst bemerken, dass du sehr gut zurechtkommen wirst. Bitte denk nur daran, dich an die Gesetze zu halten. Und du wirst keine Probleme haben. So. Wir haben gerade mit Evakuationsangelegenheiten zu tun. Okay. Ich muss mich um meine Evakuierungsprozedur kümmern, bevor es zu spät ist. Procedure. Interessant, dass sie mit einer Textur quasi versucht haben, noch einen weiteren Gang zu zeigen. Was ich mir gerade aber denke, vielleicht sollte ich mit den beiden nochmal einzeln reden. Die einzige Information, die wir über den vergrabenen Schatz haben, ist die Legende, die besagt, dass wenn die Siegel gebrochen würden, dass sich ein schreckliches Desaster zutragen wird. Auch wenn es nur eine Legende ist. Als Bürgermeisterin dieser Insel kann ich nichts ignorieren, was sie in Gefahr bringen könnte. Oder bedrohen könnte. Ich werde hierbleiben und mit Amelia reden. Du passt auf Roll auf, für den Fall, dass diese Piraten sich zeigen sollten. Na gut. Keine Gegenstände von den beiden. Aber ja, das mit der Legende habe ich ja schon gelesen. Die Dame ist mir gerade ein wenig sympathischer geworden. Hoppada. Was machen die denn wieder hier? Gibt's hier Probleme? Dieses Mädchen ist ein Pirat? Richtig. Ja, richtig. Haben eure Mütter euch nie gesagt, dass ihr nicht lügen sollt? Bist du mit diesen Kindern befreundet? Hab ich euch allen nicht gesagt, ihr sollt evakuieren? Du glaubst uns nicht, oder? Die Ecke kommen, um sich die Sache anzusehen, da bin ich mir sicher. Aber es ist wahr, wie sagt man denn da im Deutschen eigentlich?
Officer ist ja Englisch. Boah. Da ist man die anderen Begriffe schon so gewöhnt. Mein Paprika hat ein verdächtig aussehendes Mädchen gefunden. Sie muss ein Pirat sein. Nein, das muss gar nichts heißen. Das muss ja nichts heißen. So. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dieses Geräusch, was für mich eher klingt, als hätte jemand Magenbeschwerden, soll eigentlich eine Art Knurren sein. Und da ist es gerade nicht mehr zu hören, bin ich falsch. Nee, das klingt definitiv nach Magenbeschwerden. Ich dachte gerade, das wäre eine Ampel. Das war nicht der Befehl. Ach hey. Die Art Person, ich verstehe. Naja. Fahren jetzt eigentlich gerade keine Autos mehr? Offenbar. Naja, ich denke mal, mit der Dame sind wir jetzt erstmal fertig. Wie hat es früher noch geheißen? Ich glaube, das ist der Beginn einer langen Freundschaft. Nun ja, schauen wir nach Roll. Wieso müsst ihr eigentlich ständig was von eurem Text weglassen? Das nervt dezent. Hey. Gramps. But he's talking with the mayor at City Hall. I hope he'll be okay. By the way, did you see those weird-looking ships that just flew past here? I've never seen ones like that before. I wonder whose they are. There goes one. What's that noise? Sounds like... Oh no, they're attacking the city. Gramps is still in there. Mega Man, I'm going to go make sure he's all right. Oh nein, da sind Schiffe geflogen. Oh, da höre ich ein Geräusch. Oh, das klingt ja wie Waffen. Oh, da schießt jemand. Oh, das könnte bedeuten. Oh. Oh, der Großvater könnte in Gefahr sein. Wir sollten ihn retten. Und ich habe das gerade selbst für diesen Witz immer noch viel zu schnell gesagt. Das wirkte gerade schon ein bisschen albern. Was? Naja. Wollen wir mal die Stimmung nicht zerstören.
Ja, speichern kann ich ja nicht. Aber heilen kannst du mich. So. Hold it right there. Can't go in there. This area's closed off. Please, officer, let us through. Our grandfather's in there and... Hm? You can't go in either. It's dangerous. What's happening? Those pirates have attacked the island. Just like they said they would. They're after the treasure that's supposed to be buried here. Enough talk. You have to leave here. Now! Pirates? They've occupied the gate over there. They're too heavily armed. We can't even get close to them. Maybe I can do something. Mega Man, I'm going with you. No role is too dangerous. Let me handle this. But... All right. You look out for Gramps, okay? Wait, are you crazy? Wait, where do you think you're going? What can a single boy possibly do? If we let anyone through, Miss Tron will punish us. The way we're gonna give you the key. Let's get him! Hol dir den Schlüssel für das Tor. Einer der drei Surfbots hat den Schlüssel. Sie können ihn hin und her geben. Also musst du herausfinden, welcher von ihnen ihn hat. Jeder der drei Surfbots-Roboter ist einzigartig und hat unterschiedliche Fähigkeiten. Rot ist für den Kampf gebaut, blau ist für Geschwindigkeit gebaut und gelb ist für Ausdauer gebaut. Ah, das sind die Waffen. Ich wüsste gern, wie ich auflade. Okay, finden wir später raus. Dann mal lieber das hier. Whoop-a-da.
Yep. Weißt du, es wäre nicht halb so schlimm, wenn der nicht genauso schnell wäre wie wir. Komm schon, da fährt doch sicher gleich wieder einer von denen daher, oder? Dachte ich mir doch. Ja, der Rote hat ihn. Das ist. Es ist echt nicht leicht, dem Mars zu weichen. Ganz ehrlich. Weil die halt nicht genau auf einen zielen. Das ist ein gestreuter Angriff, was die da machen. Und die halten echt viel aus. Aha. Aha. Hallo? Na? We're so sorry. Aha. You wait till we get back. You're in a lot of trouble. Oh, no. Who was that? Wait, wasn't that the same boy as before? He disabled the Bloom Bears by himself? I don't understand. Whenever I think about him, I get this funny feeling. Oh, forget it! Who cares what this feeling is? It's all his fault! His fault! How dare he! I'll teach him not to mess with me or my kids! Here we go! Feldenot, engage! Ja, reicht ja nicht. Chased by that dog? Shut up! I don't want to hear about that! Do you know what you've done? Huh? You're a lot dumber than you look. You should have known better than to pick a fight with the Bonds. Of course, if you agree to become one of my servants, I suppose I could forgive you. What do you say? That way my brother will never have to know about what you did to us. Join up with pirates? I don't think so. All right then, forget you. Fine, see if I care. I gave you a chance and you turned it down. Don't come back crying to me later. You're history! You're toast! Just you wait! Diese Dialoge. Ja, und gleich geht der Spaß weiter. Ach du Schande. Ich dachte es mir. Ja, alles kein Problem, alles wunderbar.
Scheibe, Kleister. Eieiei, ich habe hier gerade den Spaß meines Lebens. Ist das gut? Interessante Fähigkeiten. Weg von dem Ding. Jedes Mal wieder. Nee. Das war etwas zu viel. Könnten wir dann alsbald mal eins dieser Brainy kaputt kriegen? Nein. Der ja, klar, das Ding verfolgt auch noch. Reicht ja noch nicht. Eieiei. Du machst mir Spaß. Oh, wow. Oh Gott. Wow. Nein. Natürlich. Das war gut. Wow. Hey. I'm so... I mean... Not bad. You're stronger than I thought. I'll give you credit for that. Miss Tron! Are you alright? Get in quick. Right. It's not over yet. Don't think you've won. Next time, I won't be so easy on you. I'll make sure you pay for this. Let's go! Roger! Nee, jetzt mal ganz ohne Witz. Das war großartig. Dieser Bosskampf hat mir echt gut gefallen gerade. Auch wenn die Stadt so ein bisschen drunter gelitten hat. So ein ganz kleines Ach du Schande. So ein ganz kleines bisschen. Yikes. Dafür kann ich aber nix. Ah ja. Aber ja, jetzt ist es offiziell. Sie gehört offensichtlich doch zu den Bösen. Auch wenn sie ganz offensichtlich aus irgendeinem Grund was für Mega Man übrig hat. Tja. Ach ja, ja gut, bis auf diesen Platzwechsel. Gut, da hätte ich ein bisschen besser damit umgehen können. Aber nee, wie gesagt, der Bosskampf, der war gut. Hat mir gefallen. Geht's mal davon aus, dass wenn ich dieses Schloss anspreche... Andererseits, wo ist Roll hin? Ach doch, ich kann da durch. Ich dachte, das wäre jetzt versperrt. Indications are that the mysterious group of pirates will continue its offensive for the foreseeable future. Recapping our top story of the day. At 2 o'clock this afternoon, the city center was attacked by a group of unknown pirates who demanded they be given the keys to the caves and tunnels underneath our island. The mayor has refused to give in to their demands and is currently under siege alone in City Hall. Local police are helpless in front of the power of the pirates' weapons. It may be only a matter of time before City Hall is destroyed. Hopes are rapidly fading as... I've just been handed this update, viewers. It appears that the robots and machines being used to lay siege to the city have been destroyed by a single young boy. And now, that same boy has come through the gate and is heading towards City Hall. Wait! There he is! I can see him! He really is alone!
Can this lone hero save the mayor? Oh oh. Beschütze die Stadthalle. Die roten Roboter werden die Stadthalle angreifen, während die gelben Roboter das nächstgelegene Gebäude angreifen werden. Schütze die Stadthalle und die Polizeistation und die Bank vor den Piraten. Na gut. Diese Aufgabe werden wir uns aber in der nächsten Folge widmen bei Mega Man Legends. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.